Hi, hier ist Neko und willkommen bei Sunrise the Game. Okay, wie ihr ja schon im Intro gesehen habt, ist das Experiment schiefgelaufen. So, und ja, sie wollten ja eine Topfpflanze von A nach B teleportieren, hat aber nicht funktioniert und stattdessen ist anscheinend ganz Manhattan menschenleer. Bis auf diese einzige unbekannte Frau, tja, die wir draußen auf der Straße gefunden hatten. Tja, und Max wollte ja gleich einmal ihre nassen Kleider vom Körper reißen, aber Ryder hat das verhindert, ganz gentlemanlike, und wir sollen stattdessen eine Decke suchen. Okay. Dann mit Rechtsklick kommen wir zu unserem einzigen verfügbaren Item in diesem Spiel. Mit einem Messer, einer Zange und einem Schraubendreher, also das Multitool. Mit Doppelklick auf Rydek kommen wir in sein Menü. Allgemeine Aufgabenbeschreibung. So, als erstes sollte ich mir etwas einfallen lassen, wie man die Frau trocken bekommt. Es ist durchaus möglich, dass selbst nach intensiver Suche keine Decke aufzutreiben ist. Am besten ich versuche eine Alternative zu finden, beziehungsweise zusammenzubauen. Vielleicht haben die anderen von Zeit zu Zeit Tipps für mich. Tja, okay, sehen wir sie schon. Wahrscheinlich werden wir keine Decke auftreiben, aber wir sollen eine Alternative finden, wenn wir sie nicht finden, okay. Schritt für Schritt Hilfe, Hinweis, muss nicht immer der kürzeste Weg sein. Tja, es gibt also mehrere Lösungswege, einen längeren, kürzeren, je nachdem. Ist aber egal. Hilfe, ja, rufen wir einmal auf. Okay, hier ist die Schritt für Schritt Hilfe. Rede zuerst mit Max und dann mit Brian, mehrmals. Okay, wichtig, mehrmals reden mit ihnen. Das werden wir jetzt machen. Exit. So, dann reden wir mit Max. Was machen wir jetzt mit ihr? Ich meine, abgesehen davon, ihr die Klamotten auszuziehen. Ich weiß es nicht, Mann. Ich bin kein Arzt, okay? Das ist mir bekannt. Trotzdem sollte uns schleunigst was einfallen. Was Sinnvolles. Ach, die Decke. Ach, wenn ich nur wüsste, wo die verdammte Decke ist. Vielleicht im Kino? Was Sinnvolles, ja? Heißluftpistole. Genau, wir haben unten im Loft noch eine rumliegen. Es sei denn, Brian hat schon ein Düsentriebwerk draus gebaut. Du quatschst vielleicht einen Blödsinn. Heißluftpistole. Ist doch völlig krank. Ich werde Brian fragen, ob er mir hilft, die Decke zu suchen. Brian? Decke suchen? Das kannst du vergessen. Der würde nicht mal seinen Arsch finden, wenn eine Glocke dran hängt. Tja, wenn wir sie nicht aufziehen können, dann. Max hat einen Vorschlag gemacht, einen Heißluftföhn besorgen. Tja, oder was noch? Vielleicht fällt dir noch was anderes ein. Du hast doch sonst immer so brillante Ideen. Einer von uns sollte sie auf jeden Fall im Auge behalten. Na, lass mich raten. Derjenige bist du. Habe ich recht? Das ist mein Spezialgebiet. Ich kenne mich aus bei Frauen. Ja, natürlich. Das habe ich ja vorhin deutlich gesehen. Wer hat dich unterrichtet? Ein Pathologe? Nun käme man nicht gleich den Larry raus, nur weil du einen Plan hast, wo bei einer Frau der Puls ist. Wo steht geschrieben, dass man die Anatomie von Frauen bis ins kleinste Detail beherrschen muss, hä? Wir reden hier vom Puls, Max, nicht von irgendwelchen anatomischen Details. Ich meine, du warst ja auch nicht überrascht, dass sie zwei Arme und Beine hat. Die so angebracht sind, dass sie bis auf den Boden reichen. Wer redet jetzt hier den Blödsinn? Schon gut. Dann warte hier und pass auf sie auf. Was macht denn eigentlich dein Rücken? Ich meine, hast du starke Schmerzen? Ich habe meinem Schmerz einen Namen gegeben. Er heißt Brian. Tja, die Anatomie von Frauen und ihr verführerisches Wesen. Danke, Max, für die Aufklärung. Okay. Noch mehr Wissenswertes? Das Mann, mag ich nicht. Rydek. Hoffentlich werde ich nie ohnmächtig, zumindest nicht in deiner Nähe. Wie oft willst du mich noch fragen? Das geht einem ganz schön auf den Zeiger. Ja, wir können ja gern tauschen. Mein Vorschlag, du strengst dein Lockenköpfchen an, wie du sie trocken bekommst, und ich passe so lange auf sie auf. Kann es sein, dass du dir wieder mal das Einfachste rausgepickt hast? Ich habe Verantwortung. Schließlich wird sie mich zuerst sehen, wenn sie zu sich kommt. Was erzählst du denn da? Sie ist doch keine Neugeborene. Nicht? Ich könnte ihr was vorlesen. Vorlesen? Du? Na wunderbar. Meinst du nicht, sie ist schon genug bestraft? Ich habe Erfahrung damit.
Stell dir das nicht so einfach vor. Neulich hatte ich eine, die hat mir die ganze Nacht irgendwas vorgelesen. Das schlaucht mehr als Liebe machen. Ist nicht wahr. Dich zu fragen, was sie dir vorgelesen hat und von wem, würde das jetzt wahrscheinlich unnötig in die Länge ziehen. Habe ich recht? Tja, Max, Liebesleben. Okay, hast du noch etwas? Vielleicht fällt dir noch was anderes ein. Tja, mit Sicherheit. Okay, dann betrachten wir mal die unbekannte Frau. Sie ist bewusstlos. Daher kann ich schon mal ausschließen, dass sie sich mit mir unterhalten wird. Viel wichtiger ist, dass sie sich nichts wegholt. Na, mir sollte schleunigst was einfallen. Ja, sollte es. Fernseher, Tonbandgerät, Fahrtscheibe. Unnütze Sachen. Dosen. Eine Dose Bier. Oder das, was von ihr übrig ist. Tja, gehört in jede Männerwohnung. Und ein Schrank. Wenn ich mich nicht irre, hatte ich vorhin schon im Schrank nachgesehen und da habe ich keine Decke gefunden. Dann lass mich mal überlegen. Daran wird sich wohl nichts geändert haben. Tja. Betrachten wir denn da Zeitschrift. Nettes Covergirl. Ich frag mich nur, was dies mit den TV-Sendezeiten zu tun hat. Tja, was wohl? Projektor. Eine Museumsschleuder. Mit dem Ding konnte man durch den Hudson River schwimmen und auf der anderen Seite hat es immer noch gespielt. Sowas nenne ich Wertarbeit. Wow. Ja, wirklich. Und das dazugehörige Tonbandgerät. Wow, was für eine Instant-Heim-Anlage. Na, bestimmt Surround 1.5, wenn du drumherum rennst. Jo, und ein Fernseher. Sieh dir das an. Einst eine tolle Erfindung. Von Politikern zweckentfremdet und vorwiegend eingesetzt als die Massenverblödungsmaschine schlechthin. Ja, Mülleimer. Oh, natürlich. Hier im Papierkorb werde ich genau das finden, was ich suche. Ich sehe es ganz deutlich vor mir. Tja, warum nicht? Deine Dartscheibe, kannst du die gebrauchen? Oh ja, gegen Max Dart spielen. Echt schade um die Zeit, man hat sowas von im Ansatz schon verloren. Unglaublich, der Mann. Ja, was ist hier? Billardtisch? Sonst nichts? Nee. Okay, was ist da drin? WC-Spülung will ich nicht machen. Dusche. Ein Handtuch. Ob das als Decke reicht? Nee. Jetzt gibt's bestimmt eine Menge Leute, die behaupten würden, das Handtuch steht vor Dreck. Ich sag, es liegt. Okay, nimm es nicht. So, weiter. Was ist dort? Die Küche. Aha. Reichlich Dekoration in Form von Bierflaschen. Telefon. Wie kommt man nur auf die Idee, sich so ein wurstbraunes Telefon anzuschaffen? Aber immerhin schon mit modernem Tastenfeld. Und eine Mikrowelle mit Grill. Der Teilchenbeschleuniger mit Grill gehört in jede gepflegte Bude, wenn man nicht kochen kann. Starke Erfindung. Er setzt auch manchmal den Herd. Dein Küchenmixer. Der Mixer. Die Zentrifuge der Krabbel- und Kleintierchen. Man kann es aber auch zum Beispiel für Gemüse benutzen. War ein Scherz. Ja. Die armen Tiere. Kaffeemaschine. Unsere treue Kaffeemaschine. Zwei Verbesserungen müssten noch ran. Zum einen eine Repeat-Taste und statt einer Kanne ein 10 Liter Auffangbecken. Ja, mehr Kaffee. Viel mehr Kaffee. Und eine Pflanze. Der Tahiti-Palmwedel müsste auch mal wieder geflutet werden. Was erzähle ich denn hier wieder? Das Ding war doch aus Plastik. So, und was nicht fehlen darf, ein Kühlschrank. Da was drinnen ist? Jawohl. Ha, alte Milch und vergammelte Pizza. Puh, die lebt, glaube ich schon. Das hat auch schon seine Zukunft hinter sich. Ja, könnte sein. Dann lassen wir sie weiterleben. So. Weiter. So, sind wir hier? Kaffeemaschine. Ah, da ist die Küche.
Da sind wir hergekommen. Da müsste Max sein. Da müsste es hinaufgehen zum Dach und wie. Ja, hinunter. Müssen ja noch Brian finden. Ein Draht. Sonst noch was? Das ist jetzt nichts Besonderes. Hier ist lediglich der Maschendraht mit dem anderen Draht festgedrillt. Und ein Lüfter, Starkstrom, Lüfter. Ein Lüfter, liebevoll im Volksmund auch Miefquirl genannt. Tja, können wir nehmen? Ich sollte was Sinnvolleres machen. Anscheinend nicht. Okay, dann weiter auf der Suche nach Brian. Lichtschalter? Tja, und somit hätten wir die Funktion eines Lichtschalters auch erklärt bekommen. Einschalten, aufschalten. Ach, das ist der Lichtschalter. Geil. Was ist das für ein Spind? Irgendwie hört dieser. Das ist Max Spind. Ja, zu erkennen an sinnlosem Gerümpel, einem dampfenden T-Shirt und einem nackten Hintern. Scharfe Braut. Ja, gehört in jeden Spind. Fahrstuhl dir. Der Fahrstuhl ist zum Glück schon lange außer Betrieb. Den würde ich nur betreten, wenn ich mit mir und der Umwelt fertig bin. Dann eben nicht. Ein Heizkörper. Brian sagte, dass er den Heizkörper morgen wegräumt. Das war vor 2 Jahren. Ja. Wann ist er morgen? Niemals. Schublade. Alles, was man für einen gepflegten Bastelzirkel im Kreise der Familie braucht. Draht, Unterlegscheiben, Muttern, Schrauben und vieles mehr. Und dein Computer. Brian's Workstation. 4 davon und die Weltherrschaft ist mein. Twinkie und the Brain. So. Ah, da ist Brian. Und hier hat anscheinend das Experiment stattgefunden. Das ist die Maschine. Hat ganz schön was abbekommen, die Gute. Oder was davon übrig ist. Ob wir die jemals wieder zum Laufen bringen? Werden wir sehen. Stromkabel. Sieh dir das an. Ein Stromkabel. Wenn es irgendwann gebraucht wird, kann ich es mir holen. Ach ja, noch eine Funktion. Und zwar mit der Leertaste kann ich die Hotspots anzeigen lassen. Tja. Werde ich aber wahrscheinlich nicht machen. Geht auch so. So, defekter Oszillograph. Na wunderbar. Der Osti ist also auch hin. Ja, ist da. Das ist ein Schaltschrank. Den Brian werkelt. Wie durch ein Wunder hat er es überstanden, unser Schaltschrank. Na, wenigstens etwas. Da oben in der Kiste? Na, soweit ich das erkennen kann, ist hier Elektronikkram drin, Tastaturen und so. Oh, Tastaturen. Ist das Schweißgerät? Ja. Ob wir damit die unbekannte Frau ihren nassen Sachen trocknen können? Soweit ich mir das merken konnte, hatte Brian erwähnt, dass die Flaschen alle sind, also quasi leer. Schade. Wäre genial zum Anschauen gewesen. So, aber ich werde hier einen Schnitt machen und im nächsten Take reden wir dann mit Brian. Also bis dann.